So, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ja, wie mir scheint, fälle ich immer noch hart am Dings rum, aber ja, ich habe jetzt gespeichert, das heißt, du wirst nicht mehr alles sehen und ja, gucken wir mal. Das sollte doch nicht so schwer sein, finde ich. Haben wir in der letzten Folge gesehen, das heißt, falls ihr euch die Cutscene angucken wollt, wie ich in den Rechner reinkomme, guckt sie euch da an. Genauso wie das weitere. Yep. Außerdem kann ich langsam die Animation von Donald nicht mehr sehen, wie er hin und her wankt. Meine Herren, hätten sie sich was Besseres einfallen lassen können. Oh shit. Ja, das wird auf dieser Run nichts. Weil ich starte mit dem Leben, das ich da habe. Ich sollte eigentlich möglichst ohne Lebensprobleme rauskommen. Ja, da passiert gerne sowas. Mach doch das, was ich will. Dann da lang. Ups. Ah! Da lang, danke. Wahrscheinlich wäre schlechter als recht als alles andere gerade. Alter, nicht sicher. Ja, das soll man auch sehen, oder wie? Schwuchtel. Wahre Geschichte. Das hat man sehen sollen, oder wie? You kidding. War schon besser. Ich schaff das heute noch. Möglicherweise. Yo! Die spawnen halt auch schon mal angreifend. Was geht da denn? Wieso spawnen die denn schon angreifend? Ernsthaft, wer hat sich das denn ausgedacht? Das hat nichts mehr mit Schwierigkeitsgrad zu tun. Das hat eher was mit Frust zu tun. Wenn man so ein bisschen überlegt. Genau. Jo. Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst. Ja, ich bin die Ruhe selbst. Ey, wieso können die nicht einfach direkt immer am Anfang des Events starten? Ohne Shit, wieso muss ich die ganze Zeit diese Szenen wiedersehen? Oh mein Gott. Es macht mich kaputt im Kopf. Ernsthaft. Es macht mich kaputt im Kopf.
Ey, diese waren nicht da, ne? Die waren nicht da. Ohne Shit, die waren nicht da und haben mir eine mitgegeben. Was ist das für eine Scheiße? Ich hätte mich bei irgendwem beschweren. Ist ja nicht so, dass ich den Teil nicht toll finden will. Ich will Accidenti toll finden, weil es ein Kingdom Hearts Teil ist und ich mag eigentlich Kingdom Hearts, aber der Teil macht es mir einfach so unendlich schwer, dass ich ihn toll finde. Ja, war klar. Genau. Au. So kann man auch alle besiegen. Hat mich zwar viel Leben gekostet, aber egal. Ich werde das nicht schaffen, das weiß ich jetzt schon. Told ya. Es sind immer die Gelben. Ich bin die Ruhe selbst. Sollte mir irgendwer von diesen Backos, die das entwickelt haben, aber den Weg laufen. Dem drehe ich eigenhändig mit einem Grinsen auf dem Lächeln den Hals um. Und sage, das ist dafür, dass du das Rasterspiel bei Tron verkackt hast. Oder der, die Cutscenes. Ich meine, ich muss nicht... Das hat mich bei Kingdom Hearts 1 gestört. Ich hoffe, das haben sie im HD-Remix gefixt, dass man die Cutscenes überspringen kann. Dass du immer an so einem utopischen Punkt anfängst. Ja klar, damit du nochmal leveln kannst oder so. Was hat das hier mit Leveln zu tun, meine Freunde? Ernsthaft. Was hat das hier mit Leveln zu tun? Oh, ich kann sofort von vorne anfangen. Hat keinen Sinn, mit halbem Leben da reinzugehen. Ich muss den ersten Run mit vollem Leben schaffen. Wenn ich das dann nicht dann schaffe, zu Ende zu bringen, ja, weiß ich auch nicht, was bei mir kaputt ist. Und wenn ich jetzt die kompletten Folgen dafür brauche, ist mir scheißegal gerade. Ernsthaft. Manchmal gehört Fail und Hate auch dazu. Ja, komm. Dass du nicht einfach, wenn du die Cutscenes überspringst, einfach Insta da landest. Das ist so nervig. Ja, ist ja gut. Spawn. Insta und haut mich sofort. Es lohnt gar nicht weiterzufahren. Das lohnt es nicht. Wieso können die nicht einfach ein traditionelles Light Cycle Race machen? Und müssen dafür nicht das da machen? Ich weiß, dass es Profi ist und ich weiß, dass es ein bisschen Schwierigkeitsgrad sein muss. Es ist das erste Mal, dass es effektiv einen Schwierigkeitsgrad gibt. Nein, das zweite Mal. Das erste Mal war ein Fluch der Karibik, welches kein Schwierigkeitsgrad war, welches einfach nur Abfuck war. Weil unverwundbare Gegner, die einen 3 hitten können. Euer Ernst. Und hier Gegner, die angreifend spawnen. In einem Race, wo du nichts machen kannst, gefühlt. Jetzt hier, wow. Verteidigung. Diese Selbstverteidigung bringt nichts. Ja, ich nehme das jetzt mal rüber, weil es war eine Dummheit.
und los geht's. Dumm. Ich werde trotzdem getroffen, wenn er sich dreht oder wie. Nicht schlecht. Oh komm, dreh dich doch schon. Ist immer noch kein Patent, aber es könnte vielleicht klappen, wenn man ganz an den Rändern fährt. Es könnte hinhauen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich gerade irgendwie nicht innerlich platzen will oder einfach... Mich regen einfach diese Cutscenes zu sehr auf, dass ich es hinkriege. Ach komm, ich will doch nicht mit dir quatschen. Fick dich. Regen diese Cutscenes zu sehr auf. Ja, weiter. Ach Mann, nicht weiter. Boah. Diese Ladesequenzen dazwischen, die sind echt nervig gerade. Klar, es ist eine ältere Konsole, die muss laden. Bla bla bla. Das dauert nicht so lange. Challenge ist eine Sache, neben Gegner zu spawnen, die direkt angreifen, ist eine andere. Shoot, mit vollem Leben durchgeschafft. Aber wenn ich es jetzt nicht schaffe, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann schmeiße ich den Controller weg und beende dieses Let's Play. Für immer. Scheiß auf Kingdom Hearts 2. Dieser Teil existiert dann nicht mehr. Und er schafft es nicht. Ich sag's euch. Ich sag's euch, ich schaff's nicht. Told ya! Wird besser. Ja. Oh, Kacke! Das war jetzt Fail. Ich hab gedacht, ich schaff das noch. Aber vielleicht schaffe ich das auch noch. Nee, natürlich nicht. Weil Roffelcopter. Entspann dich, es ist nur ein Spiel. Dark Souls hat dir viel schlimmere Wunden zugefügt. Nein, hat es nicht. Das ist gerade irgendwie einfach nur random unfair manchmal. Naja, vielleicht auch nicht. Das war jetzt eigentlich effektiv ziemlich okay, fand ich. Das war auf der Fair-Skala echt noch okay. Das war einfach nur das spielerisches Unvermögen in dem Punkt. Ja, dich sicher. Das war zum Beispiel unfair. Yeah.
Okay, das war nicht so geplant. Das wird eng. Oh, das wird eng. Naja, so kann man sie auch besiegen. Das heißt, jetzt kommen die Grauen, ne? Jo, die Grauen können alle Moves, oder wie? Bitte was? Ernsthaft? Das ist natürlich cool irgendwo. Aber es ist auch irgendwo krank! Mir gehen eigentlich nur die Gelben auf den Sack. Die Blauen sind, naja, manchmal nervig. Die Gelben sind extrem nervig. Die Grünen sind totale lächerliche Eier. Ich habe noch genau 3 Tries gefühlt. Dann ist die. Naja, anderthalb noch, dann ist die Folge vorbei. Dann dürft ihr das in der nächsten Folge auch noch angucken. Wenn ich noch bis zum Ende der dritten Folge hier fertig bin, kann ich den ganzen Haufen wegschmeißen und wieder von vorne anfangen. Hätte ich das gewusst, ne? Sache ist die, das ist das. Nicht sicher. Oh, ich hab doch gedrückt, ohne Shit. So viel Unvermögen. Jetzt kacke ich da dran, dass ich diese Wand nicht kriege. Oh. Nicht sicher, ob du Controller noch richtig funktionierst. Spaß. Ohne Witze, Alter. Muss ich mir demnächst nochmal ein DualShock 2 holen oder was? Boah. Ach ja, ich muss ja eigentlich Pause machen, weil. Ja, Folge zu Ende. Mache ich das jetzt kurz. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns bei der nächsten Fail-Folge. Ich hoffe, da klappt es wenigstens besser. Ansonsten, mir platzt die Ader und so weiter und so fort. Und hast du nicht gesehen. Und macht's gut. Ciao.